Sehr geehrte Damen und Herren, Tandem Tratsch ist wieder auf Reisen gegangen und hat heute Daniel Nachbauer, einen unserer neuen Autoren, besucht. Er hat heute in seiner Ursprungsstadt, in seiner Geburtsstadt Feldkirch in Vorarlberg, sein neues Buch »Soll es brennen« vorgestellt, und zwar im Theater am Saumarkt. Ich durfte ihn dabei begleiten und im Anschluss an die Buchpräsentation und Lesung führe ich mit ihm das Gespräch für unsere Sendung Tandemtratsch. Herzlich willkommen, Daniel Nachbauer. Wie kommt man dazu, solche Geschichten zu schreiben, wie sie in diesem Buch »Soll es brennen« jetzt vorkommt? Ja, also es war eigentlich aus der Not geboren, wie so vieles, nicht? Also ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler, vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Übrigens ein Fach, das ja auch in der Edition Tandem sehr stark berücksichtigt ist, mit dem Dialog der Künste untereinander, das spielt auch eine sehr große Rolle. Ja, und wollte eigentlich im akademischen Bereich weitermachen, bin natürlich gewissermaßen vorbelastet, literarisch, habe immer auch gedacht, vielleicht selber einmal zu schreiben, es dann nicht so recht gewagt und dann aufgrund einiger privater Ereignisse hatte dann einen Pflegefall sehr lange zu betreuen in der Familie. Und da habe ich dann begonnen, so zum Ausgleich eigentlich einmal selber literarische Versuche zu machen. Da bietet sich natürlich auch die Erzählung an. Man hat ja dann auch keine Zeit, um große Romane zu bauen. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, in der sehr renommierten Literaturzeitschrift Manuskripte in Graz, der ja auch die Grazer Gruppe hervorgegangen ist, da einen Text unterzubringen. Und da hat sich dann eine kleine Zusammenarbeit auch entwickelt, habe da öfter dann publiziert. Und über die Jahre, über drei, vier Jahre, sind dann diese Erzählungen so zusammengekommen. Einige sind schon älter, einige sind jünger, und das hat dann für einen Erzählband gereicht. Ja, das ist ja gar nicht so wenig. Es sind 19 Geschichten, die Sie da zusammengefasst haben in Ihrem jüngsten Buch. Sie haben erzählt, es war ein Ausgleich. Eigentlich, wenn man Literatur, vergleichende Literaturwissenschaften studiert, dann ist man ja fast gehemmt, nicht? Wenn man sich mit so tollen fremden Texten beschäftigt, und durch das völlig andere Tun sind Sie zum eigenen Schreiben dann gekommen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, das ist durchaus richtig. Ja, das hat gewissermaßen das ist ein bisschen befreit. Und die Not heraus war nicht, oder die zeitliche Not war einfach geschaffen für die Erzählung und nicht unbedingt für einen umfassenden Roman. Genau, ja. Wobei ich finde, erstens einmal liebe ich Erzählungen, eben in ihrer Knappheit. Man ist bald einmal mit einer Geschichte fertig und hat was Tolles dabei erlebt mit der Geschichte, aber es ist gleichzeitig, wenn man dann das genauer betrachtet, ja durchaus schwierig, in einer sehr kompakten Art und Weise Inhalte wiederzugeben. Ja, es ist eine Herausforderung. Das ist auch das, also mir geht es auch so, ich liebe Erzählungen auch als Leser und finde es auch eine sehr interessante Gattung, die halt im Literaturbetrieb auch vernachlässigt wird, ähnlich wie die Lyrik. Also man hört da oft auch von Verlagen, habe auch durchaus von das auch, bevor ich glücklicherweise auf die Edition Tandem gekommen bin, andere Verlage auch kontaktiert gehabt und haben durchaus auch positiv reagiert darauf, aber es war immer dann die Sache, Erzählungen, das geht nicht, das kann man nicht vermarkten, vor allem nicht als Debüt, das war eigentlich dann immer der Grund, woran es auch gescheitert ist. Aber ich finde es eine sehr interessante Gattung, eben weil sie sehr prägnant etwas auf den Punkt bringt, weil sie auch inhaltlich gewisse Eigenheiten hat. Ich denke, es wird auch unserem Leben, unserer Lebenswelt heute sehr gerecht, nicht nur, weil man Kurzgeschichten natürlich sehr schnell lesen kann, sondern eben auch inhaltlich, weil wir leben ja auch in einer sehr gleichförmigen Welt, wir sind alle auch im Erwerbsleben sehr beansprucht und wir erleben ja nicht die große Dramaturgie des Romans und die großen Abenteuer, die wünschen wir uns vielleicht, aber die Ausbrüche aus dem Alltag, aus der Routine, die bleiben ja dann oft auch episodenhaft. Und das kann die Kurzgeschichte sehr gut einfangen. Denn einen Augenblick herzunehmen und das Mikroskop auf einen Augenblick zu richten und die kleinen Abweichungen und Unregelmäßigkeiten zeigen,
die Routine, die wir haben, in Frage stellen und die wir dann notgedrungen auch wieder zurückkehren. Und das gelingt Ihnen ja wunderbar in Ihren Texten, dass Sie auch kleine Brüche drinnen haben, Gedankensprüche. Also es muss nicht immer alles ausgeschrieben werden, muss nicht in die Länge gezogen werden, sondern es kann sehr knapp dann auch formuliert werden. Und das finde ich wunderbar, weil Sie bringen ja dadurch sehr komplexe eigentlich Geschichten dann in kurzer Form zustande. Ja, es ist eine interessante Herausforderung, in der man sich auch immer wieder übt und wo man sich auch immer wieder verbessert. Es ist immer wieder jede Geschichte neu, wo man sich fragt, wie lege ich die jetzt wieder an. Es ist oft auch ein längeres Experiment. Manchmal lässt man eine Geschichte länger halbfertig liegen und dann kommt dann vielleicht noch das eine Element von außen dazu, dass man irgendwas erlebt, was man einbauen kann und was dann die Geschichte irgendwie trägt und ihr eine besondere Struktur dann auch verleiht. Und wenn ich so mir kurz die Titel anschaue, was fehlt? Feuer, Dammbruch, Zeitschleife, wie kommen, oder dann geht es noch weiter mit der schwarzen Acht, Weltwille, Mexiko, das sind ja sehr unterschiedliche Titel, wie kommt man dann zu diesen besonderen Inhalten? Fliegen die einem auch aus dem Alltagsleben zu oder werden die konstruiert oder wie kommen sie zu den Inhalten? Also ich versuche natürlich tunlichst zu vermeiden, Inhalte zu konstruieren. Also man ist oft versucht, das ist nicht so einfach. Man möchte ja, wenn man schreibt, wenn man einmal die Passion zum Schreiben gefasst hat, dann möchte man ja schreiben und man sucht dann immer nach der Inspiration und ist gar nicht so einfach, dann immer zu unterscheiden. Ist das die wirkliche Inspiration oder ist das mehr ein Konstrukt? Lebt diese Geschichte, hat die was Lebendiges oder hat sie es nicht? Also das versuche ich zu vermeiden, das zu konstruieren. Und das kommt dann so, manchmal sind es Träume, die man Versatzstücke von Träumen, die dann als Grundstock für eine Geschichte hergenommen werden können. Manchmal sind es Beobachtungen, die man so im Alltag macht, wenn man weiter fantasiert, wenn man eine Figur sieht, einen Menschen sieht im Gasthaus nicht, wie der sich verhält und man spinnt das irgendwie weiter, wer könnte das sein? Und dann vermischt man auch alles manchmal, das Traumfragment und die Person, die man dann real gesehen hat und vielleicht auch persönliche Begegnungen. Und wie gehen Sie dann vor, wenn Sie so eine Idee haben oder einer Person begegnen, das könnte eine Geschichte werden, wie geht es dann weiter? Also ich versuche erst zu schreiben, wenn ich weiß, wie ich die Geschichte anlege. Also es ist meistens auf Spaziergängen, dass ich dass ich mal versuche, mir irgendwie vorzustellen, wie könnte eine lebendige Kulisse aussehen. Also ich suche zuerst einmal auch nach der Kulisse. Wo könnte das spielen? Was ist da drumherum? Und das ist für mich eigentlich immer auch sehr wichtig, das Stimmungselement. Für mich sind die Kulissen nicht nur Kulissen, sondern das sind eigentlich auch Akteure, das sind auch Protagonisten, die irgendwie mitsprechen, die das Geschehen beeinflussen. Das ist ja meistens auch ein Spiegel vom Innenleben der Figuren. Also das ist eigentlich das Erste, dass ich nach einer glaubwürdigen Kulisse suche, nach einer auch originellen Kulisse. Und dann versuche ich mir zu überlegen, ja, welches Ereignis kommt zuerst, was muss man zuerst sagen. Das ist dann eigentlich eine Arbeit des Strukturierens. Und wenn ich dann weiß, jetzt so kann die Geschichte gehen, dann fange ich an zu schreiben und dann kann sich es nochmal verändern. Und dabei ist stelle ich beim Lesen, oder ich lehre auch dir ja auch die Bücher selber, was mir sehr, sehr viel Freude auch macht, Bücher auch zu gestalten. Und bei diesem Lehrautieren, beim Lesen, stelle ich ja fest, dass bei Ihnen ja eine ausgewogene Situation da ist, im Beschreiben der Kulisse, aber auch in sehr genauen Schilderungen der einzelnen Protagonisten, der einzelnen Personen, die in Ihren Kurzgeschichten vorkommt. Da wird nicht das eine bevorzugt gegenüber dem anderen, da wird die Kulisse nicht eigentlich stiefmütterlich behandelt, sondern das ist ein gutes Miteinander. Ja, das ist auch so ein Dialog zwischen der Innenwelt und der Außenwelt, die sich ja aufeinander auch beziehen und die sich irgendwie durchdringen. Nicht? Die Romantiker haben einmal gesagt, nicht? Ich habe da von Novalis, glaube ich, den Satz in Erinnerung, nicht? Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren. Und dann geschieht aber dann trotzdem immer etwas, mit dem man nicht rechnet in ihren Geschichten. Ja.
Wie kommt es dann dazu, dass Sie so fast dann so manchmal einen skurrilen Touch nehmen? Das hat mich ein bisschen erinnert so an die Kurzgeschichten, die wir von dem berühmten Schweizer Autor da kennen, dass man liest und man meint, die Geschichte schon zu kennen, wie sie ja dann ausklingen wird, und plötzlich kriegt sie dann noch einmal eine Wendung, einen Dreh, und wird dann ganz spannend. Ja, ich meine, das Spannungselement darf man nicht außer Acht lassen. Ja, es ist mir eigentlich sehr wichtig, dass eine gewisse Spannung drin ist, und das ist die Herausforderung, dass das, diese Spannung kann man manchmal auch nicht so konstruieren. Also das sind dann wirklich Eingebungen, die einfach da sind und die, auf die man nicht verzichten kann und auf die man angewiesen ist als Autor. Nicht umsonst haben die Antiken die Musen angerufen, nicht? Weil man eben als Autor nicht nur souverän ist und alles bestimmen kann, das darf man auch nicht. Mhm. Das ist eigentlich zerstörerisch für eine Ästhetik, sondern man ist abhängig von irgendeiner Energie in einem oder von woher auch immer, die letzten Endes dann doch die entscheidende Inspiration liefert. Aber mir ist wichtig natürlich, die kleinen, wie gesagt, die Unregelmäßigkeiten darzustellen. Manchmal gelingt es ja auch, wenn man einen Augenblick hernimmt, und oft haben wir eine Routine, wir wiederholen immer wieder die gleichen Abläufe, aber es ist ja, wenn man ganz genau hinschaut mit der Lupe, jeder Ablauf, jede Wiederholung doch ein bisschen anders. Und dieses andere, das ist das eigentlich Überraschende und wofür wir eigentlich kein Konzept haben, wofür auch die Protagonisten kein Konzept haben. Und man muss nur einmal sich üben, Augenblicke bis ins Detail zu betrachten, und dann fällt einem oft eben das entscheidende, skurrile Detail auf, das eine Veränderung bewirkt. Und das gelingt Ihnen dann doch immer wieder, das genau zu differenzieren oder genau hinzusehen und diese Unterschiede auch wahrzunehmen und letztlich dann auch in dieser Differenziertheit dann auch zu beschreiben. Ja, das und hoffe ich, dass es gelingt. Ja. Ich habe absolut nicht nur den Eindruck, sondern ich bin begeistert, wie sich von einem Prinzip möchte ich jetzt nicht sprechen, aber wie sich da ein gewisser roter Faden durch Ihre Geschichten durchzieht. Würden Sie das auch als eine Art der Unterhaltung ansehen? Weil man spricht immer von ernster Musik, aber gibt es dann so etwas auch von einer ernsten Literatur, oder wo sind da die Grenzen? Darf Literatur auch unterhalten? Darf das dann auch dieses Moment haben, wo man die Leute sagen, na toll, und das möchte ich weiterlesen und das gefällt mir einfach, oder ich muss es immer irgendwie anstrengend sein? Nein, also ich glaube das nicht. Also ich denke, für mich ist es beim Schreiben sehr wichtig, dass man eben genau diese Balance findet. Dass es nicht nur Unterhaltung ist, dass es auch fordert, aber dass es nebenbei fordert sozusagen. Mhm. Oder fordert und nebenbei unterhält. Dass es das Ganze einfach eine ausgewogene Verbindung eingeht. Dass ohne Stimmung entsteht kein gutes Buch. Es soll ja in Erinnerung bleiben und etwas, was man nicht vergisst. Max Frisch hat einmal davon gesprochen, hat einmal von der Imagination gesprochen. Das ist für ihn ein Begriff gewesen. Also wenn man irgendetwas erschafft, was man nicht vergisst, was nicht nur prickelnd ist, unterhaltend ist, sondern was einem einfach haften bleibt. Für ihn waren da zum Beispiel Beispiele Dürrenmatt oder Franz Kafka, einfach Situationen, die haften bleiben. Und mit denen kann ich mich natürlich nicht messen, aber ich versuche natürlich als Autor mich hier in diese Richtung weiterzuentwickeln. Das sind ja immerhin ganz tolle Vorbilder, die Sie da haben. Aber es gelingt Ihnen schon, weil es ist bei mir immer haften geblieben, wie könnte es weitergehen? Die Erzählungen haben ein Ende, dass man akzeptieren kann, und trotzdem ist nicht Schluss. Also ich habe immer gedacht, wenn ich gerade an die erste Geschichte denke, wo der Protagonist dann plötzlich ein toller Manager und dann in der Übertreibung seiner Sachen, die bis in den Traum hineingehen, in den Schlaf, dann in einer Burnout-Situation landet, da fragt man sich erst echt, und wie geht es jetzt weiter? Das kann doch nicht das alles gewesen sein, oder? Und das ist aber das Spannende dabei, weil jeder kann sich selber jetzt ausmalen, ja, oder sich hineinversetzen, wie würde ich
da in dieser Situation weiterhandeln. Ja, ja. Also es ist da offen, wie er mit dieser Situation, mit dieser Unterbrechung, die er erfährt, umgeht. Das ist das, was dort in dieser Geschichte, glaube ich, sehr offen bleibt. Ob er wieder in die Routine zurückkehrt, was denkbar ist, oder ob das einen ganz anderen Weg nimmt und welchen dann natürlich. Da würde sich dann natürlich etwas ganz Neues auftun, was man nicht erfassen kann. Aber das ist natürlich sehr wichtig, eben ein Element hineinzubringen, das man auch nicht systematisieren kann, wo man auch als Literaturwissenschaftler nicht eindeutig sagen kann. Ich meine, da kommt mir vielleicht meine Vergangenheit als Literaturwissenschaftler entgegen, weil ich sehr oft Texte analysiert habe und natürlich sehr genau weiß, dass man Strukturen so oder so sehen kann und wie man Strukturen eben möglichst auch so gestaltet, dass sie vielschichtig bleiben und die Vielschichtigkeit auch aufrechterhalten bis zum Schluss, dass sozusagen etwas Unbegriffliches auch hineinkommt. Diese Vielschichtigkeit, das gelingt Ihnen, dass Sie eine gewisse Gleichzeitigkeit aber haben, aber auch, dass Sie die Geschichten in ihrer Dynamik ja dann auch überlagern. Sie spielen nicht nur klassisch wie ein Theater zur selben Zeit am selben Ort, sondern da ist eine Bewegung auch drinnen. Ja. Wie kommt es zu so einer Bewegung dann? Diese Dynamik, die dann plötzlich aber zu einem Stillstand auch wieder kommt, weil dann die Geschichte zu einem Ende, Ende kommt. In Wirklichkeit ist sie aber damit ja nicht zu Ende. Ja, ja. Ja, es ist eben auch ein Element der Vielschichtigkeit, wenn man verschiedene Schauplätze zunächst einmal aufbaut, an denen etwas geschieht, das dann wichtig ist und sich dann am Schluss verschränkt. Das ist natürlich auch ein Spannungselement. Das ist natürlich auch sicherlich eine handwerkliche Frage, dass man, wenn alles zur selben Zeit am gleichen Ort spielt, dann erlahmt die Aufmerksamkeit irgendwann. Also wir reisen ja auch gerne im Geist. Insofern muss man eben auch versuchen, eine gewisse Vielzahl der Schauplätze auch zu ermöglichen und eine Tiefe in die Geschichte hineinzubringen, eine Sogwirkung, dass einfach der Raum auch ein Protagonist ist, sonst entsteht ja keine Stimmung. Wir sind ja im wirklichen Leben, da muss man ja nur ins wirkliche Leben auch schauen. Wir sind ja immer wieder in verschiedenen Räumen unterwegs, gerade auch in der gegenwärtigen Zeit eigentlich. Ja, es wird zwar auf der anderen Seite ein bisschen gerät in Vergessenheit, wenn wir immer in virtuellen Räumen unterwegs sind, dann verlernen wir eigentlich auch, die Außenwelt zu sehen und die Schauplätze zu sehen. Die Welt rückt zueinander, die Schauplätze sind sehr leicht erreichbar, man kann sehr schnell nach New York fliegen. Aber jetzt ist das durch die Pandemie auch wieder auseinandergerückt und vielleicht sind die Geschichten auch deshalb wieder aktueller und wieder besser nachzuempfinden. Sie haben da jetzt ein Stichwort gegeben. Es ist ganz wichtig, dass die Realität auch immer wieder zur Sprache kommt und nicht nur in der Fiktion, im Virtuellen ist. Das ist ja momentan ja eine Entwicklung, die ich mit großer Skepsis und auch Sorge beobachte. Ein großer Social-Media-Konzern hat sich ja sogar umbenannt in Metaverse und versucht, uns überhaupt zu entführen in virtuelle Welten. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass da ein Gegenpol entwickelt wird, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, die Wirklichkeit nicht aus dem Spiel zu lassen, aber gleichzeitig einen anderen Blick, als man den gewohnt ist, auf diese Wirklichkeit zu haben. Ja. Ist das also ein bisschen auch ein Ansatz, den Sie versuchen in Ihren Erzählungen? Ja, also mir ist es sehr wichtig. Ich bin auch nicht so ein Digital Native, wie man so sagt. Also ich bin Jahrgang 1978, ja, das ist gerade so an der Grenze gewesen. Ich bin nicht so damit aufgewachsen. Ich habe die Faszination auch nie gehabt und blicke da auf eine natürliche Weise mit einer gewissen Distanz auf die Entwicklungen. Natürlich hat man auch, kommt man nicht drum herum und auch vor allen Dingen im Studium und so weiter, aber es ist mir sehr wichtig, einfach auch Naturkulissen zu beschreiben und zu zeigen, dass es noch eine Welt gibt, weil es droht wirklich in Vergessenheit zu geraten.
der Bezug zur wirklichen Welt, zur Natur, zu den Räumen rundherum, zur Magie auch der Natur, das geht natürlich vollkommen verloren. Jetzt nicht bei allen, aber es ist ein Trend, eine Entwicklung, dass man eigentlich die Wirklichkeit ja auch ersetzen will durch irgendwelche virtuellen Spiele. Ja, das ist eigentlich erschreckend, wie wir ja schon festgestellt haben. Da hat die Pandemie sicherlich mehrfach auf uns gewirkt. Einerseits der erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände, das ist Cocooning, wie man das heute sagt, hat uns einerseits natürlich aus der Welt entrückt. Gleichzeitig sollten wir spazieren gehen, hat uns das in die Welt hineingebracht mit ganz eigenartigen Beobachtungen, dass wir plötzlich fast zu wenig Platz auf den Gehsteigen haben und auf den Gehwegen in den Parks, weil sich die Leute da plötzlich näher gekommen sind, obwohl sie das eigentlich nicht sollten, sie sollten Abstand halten. Man hat sich in der Natur wiedergefunden, man hat sich in den engeren Lebensräumen wiedergefunden und das wollen Sie auch wiederum in ihren Erzählungen den Leuten vermitteln. Ja, wenn ich das. Sie sind natürlich vor der Corona-Zeit die meisten entstanden. Aber es waren Entwicklungen auch spürbar, auch Krisensituationen. Es hat sich ja vieles auch angekündigt. Und ich denke, es ist sicherlich auch eine gewisse Aktualität, auch in vielen Geschichten drin. Also so Visionen absolut, negativer Natur auch. Hat diese Zeit für Sie als Autor, als Künstler was Besonderes bedeutet? Sie haben ja da auch ein Jahresstipendium gehabt im vergangenen Jahr des Ministeriums. Ja, also ich habe kein Problem damit gehabt, mich ein bisschen zurückzuziehen als Autor. Ich meine, es gibt verschiedene Autoren, verschiedene Charaktere auch unter den Autoren, aber ich bin jemand, der sich auch gerne zurückzieht. Also ich kann mich schon sehr gut auch in meinen eigenen vier Wänden und in meinem eigenen Universum zurechtfinden und damit begnügen. Und das war natürlich eine Zeit auch, die ein etwas Kontemplatives gehabt hat und natürlich sehr günstig ist für ästhetische Prozesse. Aber auf die Idee, wie ein anderer Vorarlberger Autor gekommen ist, nämlich ein Tagebuch zu schreiben und aller Welt wissen zu lassen, wie es einem Tag für Tag in der Situation geht, da sind Sie nicht gekommen. Nein. Das ist auch ein Konzept, das ja mal ganz interessant ist, aber es ist dann auch sehr, sehr breit getreten worden von vielen. Ja, ist auch sehr anstrengend, dann immer wieder so diese persönliche Innenschau miterleben zu müssen. Ja. Haben Sie einmal schon die Versuchung gehabt, eine Geschichte weiterzuspinnen, so praktisch einen zweiten Teil zu schreiben oder eine Weiterführung? Oder sind Sie froh, wenn einmal eine Geschichte wirklich für sich abgeschlossen ist? Das sagt einem eigentlich der Text, ob er weiter erzählt werden will, und dann wird er umso länger. Einen zweiten Teil für eine Erzählung ist eigentlich auch ein interessantes neues Konzept, habe ich so noch nie gesehen. Was natürlich schon sein kann, dass man aus der Auseinandersetzung mit einem Erzählprojekt dann auch Romanideen entwickelt. Mhm. Da habe ich zurzeit ein paar Dinge in Arbeit, die noch im experimentellen Stadium sind und die ich aber versuchen werde weiterzuentwickeln. Also ich bin jetzt nicht nur auf Erzählungen fixiert, wobei ich schon sagen muss, dass mir die kurze Form eigentlich sehr, sehr liegt. Und dafür, es wird bei mir gerne ein bisschen gedrängt und kurz und prägnant. Und dafür bin ich Ihnen dankbar, dass Sie so in verdichteter Form Ihre Gedanken uns weitergeben. Und ich darf Sie bitten, eine kleine Kostprobe aus Ihrem Buch. Wer es noch nicht kennt, Soll es brennen? Von Daniel Nachbauer, dass Sie uns da eine Kostprobe geben. Ja, das ist vielleicht den Einstieg zu einer Geschichte vor, der das gerade verwirklicht ist oder in der ich das zu verwirklichen versucht habe, was wir da besprochen haben, dass nämlich einfach eine kleine Veränderung in einem Augenblick, in einem routinierten Ablauf, eine plötzliche Veränderung, ein kleines Detail, das anders ist, plötzlich etwas in Gang setzt. Mhm. Muss gerade im Inhaltsverzeichnis nachsehen.
Mexiko. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Junitag, 5 Uhr nachmittags, in dem kleinen, staubigen Kaff in Chihuahua. 2 Straßenzüge, eine Tankstation und eine Kirche mit einem schneeweißen Glockenturm präsentierten sich mir vergänglich und ungewiss unter einem schwülen, ledernen Himmel. Ich rollte mit meinem Truck gerade auf die Tankstelle zu. Ich holte wie immer weit aus und schlug dann rasch in die Gegenrichtung ein. Eine Bewegung, auf die mein Magen derart konditioniert war, dass sie jedes Mal augenblicklich Hunger auslöste. Der Sattelschlepper schlüpfte gewandt in die Einfahrt und kam nach einem erneuten Gegenschwung direkt neben der geziegelten Bude zum Stillstand. Die Bremsen zischten, die Karosserie schlotterte und die Staubwolken legten sich ruhig und selbstverständlich. Für einen Moment blieb ich noch in der Kabine sitzen. Vor mir sah ich leere Straßen und Wüsten mit Kakteen. Mein linkes Augenlid flatterte. Ich schob es auf die Müdigkeit. Eigentlich bin ich Deutscher. Im Alter von 25 kam ich nach Kalifornien. Ich hatte ein Stipendium bekommen, Maschinenbau und ein bisschen Mathematik studiert. Für ein Semester nur hätte es sein sollen, aber dann blieb ich hängen. Es verschlug mich bald weiter hinunter nach Mexiko, wo mich sofort eine Faszination für das Land ergriff. So unbedingt und drängend, dass sie mir im Grunde selbst ein Rätsel blieb. Ich wollte damals nur noch unterwegs sein und in möglichst entlegene Regionen vorstoßen. Ich hatte mein Studium vollends vergessen, heuerte bei diversen Speditionen an und erledigte für sie die abenteuerlichsten Aufträge. Nach 2 Jahrzehnten erst hatte ich genug gesehen, war auch oft genug konkreten Gefahren ausgesetzt gewesen und so entschied ich mich langsam für einen Arbeitsalltag mit Maß und Ziel. Das heißt, ich transportierte am Ende nur noch Baumwolle von Texas nach Chiapas, wo ich wiederum eine Ladung Kaffeebohnen aus Nicaragua übernahm, die ich dann hinauf an die US-Grenze schaffen musste. Und manchmal sogar wünschte ich mich wieder in die Langweiligkeit einer deutschen Kleinstadt zurück. Es war dann, als wollte sich ein Kreis schließen, sinnlos, aber vollkommen. 1-2 Jahre noch, dachte ich mir, dann würde ich in Rente gehen und weitersehen. Ich sprang also aus dem Führerhaus. Wie gesagt, war ich hungrig, aber auch ein kühles Bier schwebte mir vor. Im Shop gab es ein kleines Buffet mit verlässlich frischen Sachen. Ich bog um die Ecke, hatte schon den Gruß für Julio auf den Lippen, den ich seit Jahren kannte, aber heute fand ich den Laden zum ersten Mal versperrt. Vor der Eingangstür stand ein Klapptisch mit Seltsamkeiten drauf. Neben 2 gerahmten Bildern von einer jungen Frau und einem älteren, mir nicht bekannten Mann waren da eine kleine Marienstatuette aus Gips, eine Vase mit 2 Plastikrosen sowie eine Blechlaterne mit einer brennenden Kerze zusammengestellt. Herzlichen Dank. Das ist genau diese Symbiose von Innen- und Außenwelt, von Umgebung und von Beschreibung des Protagonisten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich mache nochmal aufmerksam auf dieses Buch Soll es brennen von Daniel Nachbauer, 19 spannende Erzählungen. Ein ideales Geschenk für die kommenden Tage, für die Osterzeit, aber auch für die Zeit, die vor uns liegt, dem Sommer, für die Zeit, wo wir wieder draußen sein können, wo wir Muße haben, uns mit Literatur zu beschäftigen. Und ideal sind diese Geschichten, dass ich sie lesen kann an einem Abend und schon spannend neugierig bin auf den nächsten Abend zum Lesen der nächsten Geschichte. Ich verabschiede mich heute aus dem Theater am Saumarkt in Feldkirch und lade Sie ein zur Sendung nächste Woche, wo wir ein Gespräch mit Professor Ernst Ludwig Leitner führen werden. Er hat Gedichte von Christoph Janatsch vertont. Diese sind im vergangenen Sommer uraufgeführt worden von wunderbaren Musikern. Seien Sie schon gespannt, was Professor Ernst Ludwig Leitner Ihnen in einer Woche erzählen wird. Für heute sage ich Ihnen einen wunderbaren Abend aus der Stadt Feldkirch in Vorarlberg. Auf Wiedersehen.